Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Claudia mit einem neuen Orakel. Schön, dass auch du heute intuitiv auf dieses Video geklickt hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Sei ganz herzlich willkommen hier in deiner kleinen YouTube-Familie, die täglich wächst und wächst. Und dafür möchte ich mich natürlich von Herzen bei dir bedanken, dass auch du meinen Kanal abonniert hast, mich begleitest, treu zur Seite stehst und einfach auch heute wieder hier bist bei deiner großen Tafel auf dem Magic Energy Violet Board, einer energetisierten Legeschablone, mit der wir über die Haus- und Seelenplätze deine Botschaften deuten, die Botschaften von dir und deinem Gegenüber. Und hier liegt auch schon dein Seelenmensch, egal ob dein Gegenüber Mann oder Frau ist, das ist hier dein Seelenmensch, dein Seelenpartner. Und du siehst schon, er liegt hier auf dem Hausplatz der Mäuse. Die Mäuse stehen für die Angst, für die Themen der Verlust, Angst auch und für alles das, was in den Verlust geht. Er hat also Angst vor einer Entscheidung, er weiß nicht so recht, welchen Weg er gehen soll, er weiß nicht, wie er sich entscheiden soll, er wirkt sehr unentschlossen und das liegt auch schon im Hauptthema, da liegen die Wege, die Unentschlossenheit, aber dann liegt zeitnah Aktion. Er hat also hier wirklich Angst vor dem Misslingen, dass er also auch vielleicht eine falsche Entscheidung trifft. Er hat Angst vor dem Verlust. Also er möchte dich nicht verlieren. Er hat hier eine Beziehung verloren. Er hat hier eine Liebe verloren, die ihn sehr belastet. Der Verlust belastet ihn auch noch immer sehr. Vielleicht hat er sogar auch ein Kind oder Kinder. Aber hier liegt ganz viel Mühseligkeit einfach drin. Und du siehst auch in seinem Bild hier die Lebensstagnation, Stagnation im finanziellen Bereich. Also auch hier hat er Probleme mit dem Thema Geld. Und auch das macht ihm sehr viel Kummer und Sorge. Und er liegt allgemein hier seelisch in der Belastung, hier kommt die Psyche, die Seele einfach nicht heil, sehr belastet, er kann nicht gut schlafen, er liegt vielleicht auch wirklich nächtelang wach und prüft, was kann ich tun. Eine liebe Klientin hat mir geschrieben, was ist meine Lernaufgabe? Welche Lernaufgabe habe ich mit ihm? Und ich weiß nicht, ob ich einfach in den Rückzug gehen soll. Soll ich einfach gehen oder soll ich mich vorher noch verabschieden? Und warum ist er immer wieder im Rückzug? Warum geht er hier in den Rückzug? Und wird er irgendwann noch einmal auf mich zukommen? Was ist die eigentliche Lernaufgabe in der Begegnung mit ihm? Und das, meine Liebe, das bist du. Egal, ob du Mann oder Frau bist, das bist du und du liegst auf dem Hausplatz des Kreuzes. Und das Kreuz ist das Schicksalskreuz, die Seele, das Karma, die Lernaufgabe. Du steckst also mittendrin in deinem karmischen Prozess. Es geht um dein Schicksal, es geht jetzt um deine schicksalshafte Lernaufgabe. Deshalb schau auch hin, ob du wirklich jetzt dich einfach verabschieden willst oder ob du die Lernaufgabe mit diesem Menschen lösen möchtest. Denn wenn wir in einem gewissen Alter sind, dann ist es oft sehr wichtig, nicht einfach zu gehen, sondern die Lernaufgabe zu lösen. Sonst nimmst du sie mit in die nächste Beziehung und du hast wieder das Gleiche. Und dann fragst du dich vielleicht auch oft, warum werde ich einfach nicht glücklich? Warum kommt immer wieder das Gleiche in mein Leben?
Und das könnte daran liegen, dass du deine Lernaufgabe, deine karmische Lernaufgabe noch nicht komplett gelöst hast. Und deine Lernaufgabe, meine Liebe, die liegt hier auf dem Anker, also auf dem Hausplatz des Ankers. Und der Anker steht ganz klar für die Verankerung zu einem Menschen, die steht für die Beziehung. Also sie steht hier ganz klar für dieses Thema Partnerschaft, Verbindung, Beziehung miteinander. Er schaut dich hier auch an, also ihr begegnet euch hier im Augenkontakt. Und gleichzeitig hast du die Lernaufgabe zwischen Verankerung, Festhalten und Distanz. Also hier ist zwischen euch ein Nähe-Distanz-Thema. Und durch diese Belastung, die auch er hier hatte, oder immer noch in seinem Leben hat, ist er hier beziehungsängstlich. Er hat also Angst, wirklich hier in die Beziehung nochmal einzutauchen oder auch noch einmal tief einzutauchen, weil er nicht nochmal so sehr leiden möchte. Und er liegt ja hier immer noch im Herzschmerz, er liegt hier immer noch in diesem lebensstagnierenden Verhalten in dieser Situation und es geht ihm einfach nicht gut. Wir werden auch mal schauen, was für Orakelkarten wir heute noch ziehen. Ich habe dir auf jeden Fall wieder die Soulmate Heartcards mitgebracht und du weißt, dass die Soulmate Heartcards meine neue Orakelserie ist. Und in dieser neuen Orakelserie geht es um deinen Seelenpartner und um dich. Und wir ziehen jetzt mal eine und dann lege ich sie für dich auf die Magic Energy Love Card, damit wir hier auch energetisch arbeiten miteinander und in die Blockadenlösung gehen. Und die Soulmate Heart Card wurde jetzt ja ganz, ganz neu kreiert, kam ganz, ganz neu jetzt wirklich raus und ihr habt ganz, ganz fleißig vorbestellt und sie wird auch ganz, ganz bald schon bei euch sein. Soulmate Heartcards, ich und du. Es geht um deinen Seelenverwandten und ich sag dir jetzt auch gleich nochmal das Datum. Ab dem 29. Juni wird der Versand erfolgen. Und dann werden wir euch euer Orakelset zuschicken. Ich bekomme ganz viele Anfragen, weil ihr ja vorbestellt habt, wann darf ich mit meinem Orakelset rechnen? Und ab dem 29. wird der Versand dann erfolgen. Und jetzt schau mal, was ich dir für eine Soulmate Heartcard gezogen habe. Soulmate Heartcard, ich und du, dein Seelenverwandter, Volume 1, es wird also auch eine zweite Serie geben und hier kommt die raue See. Die raue See, meine Prinzessin, schau, wie stark du bist. Du denkst, du seist schwach, dabei bist du so stark, mein Engel. Durch diese raue See hast du uns geführt. Keine Welle war dir zu hoch, kein Wind war dir zu stark. Du hast den Kurs gehalten. Ich sehe auf zu dir. Du hast deine Prüfung gemeistert wie eine Königin. Du, meine Königin der Meere, der tiefen Ozeane. Du siehst also, hier spricht dein Seelenpartner mit dir. Und dein Seelenpartner sagt dir hier ganz klar, du bist seine Prinzessin. Und vielleicht fühlst du dich oft nicht stark oder nicht stark genug. Aber er möchte dir jetzt sagen, schau, wie stark du bist. Du bist sein Engel und du hast euch durch diese raue See geführt. Du warst es, die den Kurs gehalten hat. Du warst es,
die euch geführt hat. Und er schaut auf zu dir, denn du hast deine Prüfung gemeistert wie eine Königin. Deshalb darfst du dich auch wie eine Königin verhalten. Wenn deine Frage also auch ist, soll ich jetzt in den Rückzug gehen, soll ich ohne Abschied gehen, dann sage ich dir, in diesem Bild wäre es falsch. Denn hier liegt ganz klar der falsche innere Rückzug da. Also wenn du jetzt hier in den Rückzug gehen würdest, wäre es falsch. Du schaust direkt in die Lernaufgabe und daneben liegt die Sonne und der Mond. Und die Sonne zeigt dir ganz klar deine Intuition, dein Bauchgefühl. Also höre bitte auf dein Bauchgefühl, höre auf deine Intuition. Folge auch deinem Bauchgefühl und folge deiner Intuition. Denn hier ist es ganz, ganz wichtig, dass du wieder Verbindung mit dir aufnimmst und in die Verbindung zu dir kommst. Vielleicht hast du sie auch zeitweise verloren oder hast dir nicht mehr vertraut oder geglaubt. Aber jetzt möchte dir dieses Bild sagen, es ist an der Zeit, dir wieder zu vertrauen. Und zwischen euch liegt ja der Ring. Ihr seid verbunden. Und in seinen Gefühlen liegt auch der Ring. Aber er hat hier große finanzielle Sorgen, große finanzielle Belastungen und eben auch einige Themen, die ihn sehr stagnieren, die ihn sehr belasten. Welche Lernaufgabe habe ich also mit ihm? Hier geht es um ein Nähe-Distanz-Thema. Schau also auch hin, was ist bei dir dein Thema mit Nähe und Distanz? Was liegt dir im Magen? Wo kannst du auch dich vielleicht nicht richtig öffnen? Wo gehst du vielleicht auch immer wieder in den inneren Rückzug und kannst nicht so richtig vertrauen oder aus dir raus? Vielleicht hast auch du große Enttäuschungen, große Verletzungen, die jetzt heilen möchten. Und ich ziehe dir jetzt noch eine Karte aus dem Set, aus unserer Quelle für dich. Also eine Engelsbotschaft. Und du weißt ja, alle Orakelsets, die ich verwende, kannst du dir natürlich auch zu dir nach Hause holen. So, wir haben jetzt eine Karte gezogen. Ist sie. Und ich zeige euch jetzt auch das Set noch ganz kurz. Das sind die Engelkarten mit ganz, ganz wunderschönen Symbolen hier. Und es kommt der Humor. Der Humor, der möchte dir sagen, vielleicht fehlt er dir auch zum Teil, mein Schutzengel bringt mich heute zum Lachen und erinnert mich daran, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Die Freude, die ich in mir trage, gebe ich heute an alle Menschen weiter. Das Leben macht Spaß. Vielleicht bist du in letzter Zeit in ein tiefes Loch gefallen, vielleicht geht es dir nicht so gut, du liegst auch hier im Bild so ein bisschen ins Eck gedrängt, du weißt nicht so recht, wie es weitergeht, du fühlst dich sehr blockiert, du bist auch im inneren Rückzug, du bist irritiert, vielleicht auch durch seinen Rückzug, weißt du nicht so richtig jetzt, was soll ich tun, aber hier möchte dich dein Bild daran erinnern, finde wieder in den Humor, lach auch mal über dich selbst. Und auch du hast hier ein Nähe-Distanz-Thema, denn du siehst hier schon die Blockaden liegen. Ganz neue Karten extra für euch, die liegen dann immer ganz flach auf dem Bild. Und du siehst im Moment, ist deine große Glücksenergie völlig blockiert. Und du bist völlig blockiert aufgrund von seinem Schweigen. Vielleicht hast du auch Angst, dass er dir irgendetwas verheimlicht oder dass er hier
dir etwas verbirgt oder vielleicht hast du auch Angst vor diesem Verborgenen, was einfach noch nicht klar ist. Und das verstehe ich sehr gut. Aber der Rückzug wäre jetzt falsch, also einfach zum Beispiel zu gehen, dich einfach zu verabschieden ohne Worte. Was ist denn noch im Verborgenen? Auf den Wolken liegt das Geheimnis. Also dieses Geheimnis, dieses Schweigen verunsichert dich, löst in dir Unklarheiten aus und das hat mit dem weiblichen Fundament zu tun, mit deiner weiblichen Thematik, mit der weiblichen Ebene und das ist dein Mutterthema und das möchte hier gelöst werden. Also welche Lernaufgabe habt ihr miteinander? Das ist die Weiblichkeit, dass du also hier deine weibliche Seite zum einen mehr fühlen darfst, mehr spüren darfst und mehr in diese Weiblichkeit auch eintauchen darfst. Und genau dafür habe ich ein ganzheitliches Coaching erstellt. Also hier geht es wirklich um deine Glaubenssätze, um deine Muster, um deine Ängste, die du in dir trägst und die aufgelöst werden möchten. Und wenn du Interesse hast an einem ganzheitlichen Coaching, dann lade ich dich jetzt ein zu einem 20-minütigen Kennenlern-Gratis-Gespräch mit mir und du kannst dich gerne dafür bewerben, für dieses Gratis-Gespräch, wenn du an einem ganzheitlichen Coaching Interesse hast, also nicht an einer Kartenlegung oder an einer Deutung der Karten, sondern wirklich an einem ganzheitlichen Power-Coaching. Und direkt unter dem Video findest du auch den Link und kommst direkt auf meine Seite und kannst mir dann per WhatsApp deinen Code zusenden. Diese Unsicherheiten, die stagnieren dich. Und auch hier kommt wieder das Thema Loslassen. Lasse los. Und wenn du nicht weiter weißt und wenn du auch nicht weißt, wie man loslässt, dann biete ich dir gerne an, ruf mich an, bewirb dich für dein Gespräch und wir finden gemeinsam für dich eine Lösung, eine Strategie und ich begleite dich über mehrere Wochen oder Monate. Gemeinsam werden wir es schaffen. Dann möchte ich dir noch eine Energy Voices Botschaft ziehen, damit wir hier auch noch mal reinschauen. Warum ist er im Rückzug? Ja, es geht ihm einfach überhaupt nicht gut. Er hat hier so große Sorgen, so viele Probleme. Vielleicht gibt es ja auch in seinem Leben noch eine weibliche Person. Wenn er zum Beispiel Kinder hat, die Mutter seiner Kinder. Also hier sind einfach noch ganz, ganz viele Belastungen in seinem Leben. Das finanzielle Thema, auch er weiß nicht, wie sein Leben weitergehen soll. Er sieht seine Zukunft irgendwie nicht. Und deshalb ist er so hin und her gerissen. Also er weiß einfach nicht, was er tun soll. Und wenn ein Mann in den Rückzug geht, dann braucht er Zeit und Raum. Und dann ist es wichtig, dass du als Frau ihm diese Möglichkeit gibst, dass er in den Rückzug gehen darf, dann schenk ihm Raum und Zeit. Er liegt hier total in seiner Angst, er weiß nicht, wie es weitergehen soll, er hat auch Angst, alles zu verlieren, er hat auch Angst, die Beziehung zu verlieren, aber im Moment braucht er diese Zeit für sich. Und die Ängste, die liegen hier auf dem Hausplatz der Eulen. Also hier ist ganz viel Kummer und Sorge, ganz viele Mühseligkeiten sind da und er wünscht sich Leichtigkeit. Und stattdessen ist hier so viel innere Unruhe, so viel Mühseligkeit einfach, dass er nicht mehr weiter weiß. Und wenn dann noch zwischen euch eine Belastung ist, dann fühlt er sich völlig überfordert. Er schaut ja hier auch schon in die Eulen, also Kummer und Sorge. Er hat Angst vor dem Verlust der Liebe, er hat auch Angst vor der Liebe, er hat also auch Angst vor diesem Gefühl der Liebe und er wünscht sich tiefe Gefühle und Herzlichkeit, aber gleichzeitig steht er sich im Weg, weil er Angst hat. Und manchmal, glaube mir, können wir dieses Thema nicht mit dem Verstand lösen, sondern manchmal ist es wichtig, dass wir es einfach akzeptieren. Denn hier liegt schon der verspielte Neubeginn. Also er wünscht sich auch diesen verspielten Neubeginn, diesen
unschuldigen Neubeginn und auch da schaut er hinein. Aber im Moment ist hier die Stagnation. Und du siehst, das Kind liegt auf dem Hausplatz des Bären. Er wünscht sich also den Neubeginn, er wünscht sich Liebe, er wünscht sich Treue und gleichzeitig geht er aber in den inneren Rückzug. Und das ist auf Seelenebene. Das ist hier auch durch sein ganzes psychisches Netz, durch sein seelisches Netz, durch seine eigenen Verstrickungen und Belastungen. Und dann liegt die positive Wende. Wenn du ihm also jetzt diesen Raum gibst, diese Zeit gibst, dass er einfach in den Rückzug gehen darf, sich um sich kümmern kann, dann kommt er auch wieder auf dich zu. Deshalb gehe nicht ohne Abschied. Also gehe nicht einfach aus seinem Leben. Und du hast ja auch gefragt, kommt er irgendwann wieder auf dich zu? Er wird hier auf dich zukommen, dein Seelenmensch, aber im Moment muss er entgleiten aufgrund der vielen Sorgen und aufgrund seines Zustandes. Er wäre gar keine Bereicherung für dein Leben, das fühlt er auch. Er muss also hier heilen, sein inneres Kind liegt auch dabei, die Eigenliebe liegt dabei und auch du steckst mitten in deiner karmischen Aufgabe. Er ist ein Seelenpartner, ein spiritueller karmischer Seelenpartner, er ist hier wirklich dein Dual. Du siehst die Zwillingsflamme ganz klar im Bild, auch durch die Eulen. Und jetzt dürft ihr beide in Stufe 3 zu Stufe 4 bei euch heilen und bei euch sein. Die Energy Voices Botschaft möchte dich hier auch nochmal unterstützen und dir sagen, es geht hier auch um einen Ausgleich. Ausgleich heißt im Einklang sein. Diese Waagschale zwischen Geben und Nehmen, zwischen Licht und Schatten, zwischen Fülle und Leere bedarf eines Ausgleichs. Schaffe einen Ausgleich, damit du dich im Gleichgewicht fühlst. Sei nicht immer nur der Geber, bitte nehme auch und fülle dich auf. Lass es zu, dass ein Ausgleich entstehen darf. Nehme dieses Geschenk an. Auch wenn es neu für dich ist, nehme es an. Vielleicht bist du also wirklich mehr im Geben und du denkst immer, du musst tun und machen und du musst geben. Aber hier möchte das weibliche Prinzip gelebt werden, also dass du mal nicht so viel tust, sondern dass du wirklich mal ins Gefühl gehst, was macht das mit dir, wenn er in den Rückzug geht? Was blockiert dich dann? Welche Ängste kommen dann in dir hoch? Was macht es wirklich mit dir, aber auf Gefühlsebene? Hier möchte eine Balance kommen zwischen Geben und Nehmen. Wenn du aber nur gibst oder mehr gibst, kommt keine Balance. Vielleicht gibst du auch so sehr, damit du dann Liebe zurückbekommst. Bewusst oder unbewusst versuchst du durch dein Geben, durch dein aktives Machen und Tun Liebe oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ganz im Gegenteil, er zieht sich noch mehr zurück. Und jetzt ist es ungewohnt für dich, wenn du vielleicht im Augenblick dir geben sollst. Fülle dich auf, gebe dir, bereichere dich also an der Fülle des Lebens. Versuche, dir irgendetwas Gutes zu tun. Was könnte dir helfen? Was könnte dich jetzt bereichern? Was könnte dir gut tun? Lass den Ausgleich entstehen. Umso mehr du dich dann um dich kümmerst, denn du liegst hier ja ins Eck gedrängt, völlig ins Eck gedrängt, am Wendepunkt in deinem Leben, aber ganz in deinen Gedanken und ins Eck gedrängt. So fühlst du dich im Moment. Und die Fülle ist im Außen überall da. Du darfst sie also erkennen, du darfst sie sehen und dieses Geschenk annehmen, auch wenn es jetzt neu für dich ist. Nimm es an, dieses Geschenk möchte jetzt gesehen werden und deshalb nimm auch ganz, ganz viel Humor mit in diese Geschichte. Also versuch wirklich mehr Humor in dein Leben reinzulassen, auch wenn du gerade leidest, auch wenn es dir gerade schwer fällt, auch wenn es dir gerade nicht gut geht. Und gerade dann, wenn es dir nicht gut geht,
versuche, den Humor einfach mal da reinzulassen und über Dinge zu lachen. Kein Tag kommt zurück. Jeder Tag ist verloren, an dem du nicht lachst, an dem du dich nicht um dich kümmerst. Jeder Tag ist hier verloren. Und deshalb sei es dir wert. Das ist auch die Lernaufgabe. Vielleicht fühlst du dich von ihm verleugnet. Vielleicht fühlst du, dass er nicht öffentlich zu dir steht oder zu eurer Liebe. Vielleicht kann er auch im Moment all das noch nicht aufgeben, was er hat. Im Moment ist es einfach so und du darfst es annehmen. Und das ist auch die Lernaufgabe deiner Begegnung mit diesem Seelenmensch, dass du wirklich hier lernst, dich um dich zu kümmern, wieder mehr in das Selbstvertrauen zu gehen, in die Selbstsicherheit und dass du weißt, dass du die Liebe verdient hast, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Du bist es wert, das große Glück zu erfahren und dass du dich nicht um ihn kümmern musst. Er ist erwachsen, ein erwachsener Mensch, ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau, je nachdem, wer du bist. Und dieser Mensch darf sich um sich kümmern. Er darf sich auch um seine Emotionen kümmern. Das musst du nicht übernehmen. Geh also raus aus dieser Mutterrolle oder Vaterrolle. Werde Partnerin, werde Partner. Und sei nicht hier in der Bedürftigkeit und komme nicht in die Opferrolle, weil dann seid ihr nicht in Balance, dann seid ihr nicht auf Augenhöhe. Und dann wird er auch immer mehr in den Rückzug gehen, weil es nicht anders geht. Er ist gekommen, um dir etwas zu lernen, um dir etwas zu zeigen. Und du schaust direkt in die Lernaufgabe und die verunsichert dich und sie liegt auch momentan blockiert. Aber du hast die Kraft. Du hast die Kraft, du bist stark genug, diese Lernaufgabe anzuschauen. Diese Lernaufgabe zu fühlen, zu sehen, wahrzunehmen und wirklich da sein zu lassen. Gib ihr den Raum und schenke ihr die Aufmerksamkeit, dass sie da sein darf. Du liebe Seele, wenn du mit diesem Orakel in Resonanz gegangen bist, würde ich mich unendlich über ein Like freuen. Ich danke dir für das Abonnieren meines Kanals, für deine liebevolle Nachricht unter diesem Video. Wenn du irgendwelche Infos brauchst, Informationen suchst, schau gerne mal unter dem Video in die Infobox, da findest du einige Links und auch meine WhatsApp-Nummer. Schreibe mir gerne, ich freue mich auf dich. Bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir ganz viel Sonne und Licht in deinem Herzen. Mit lieben Grüßen, deine Claudia.